Hallo, willkommen zurück hier zu Hop, zu Hoppelman. Guck dir meine Bauchmuskeln an. Schön, dass du da bist. Lass ein Abo da. Danke dir. Ich freue mich. So. Coole Mucke hat sich einfach so angeschaltet. Wir müssen auch auf den Superlink gehen. Blade hat uns geschrieben. Hunter war gut mit dir abzuhängen. Wir müssen unter vier Augen reden. Lass mich wissen, wenn du kannst. Machen wir noch nicht. Ich glaube, das ist unsere Hauptaufgabe. Ach komm, ich kann reden. Ich habe dich hier beobachtet, Hunter. Du bist nicht schlecht. Ich dachte, vielleicht ist es an der Zeit, dass wir unsere Techniken vergleichen. Techniken? Wir sollen kämpfen, meinst du? Eher ein Kräftemessen unter Freunden, weißt du? Unter Freunden? Klar. Er mag ja keine Witze. Das war interessant. Ich bin dabei. Ein Kräftemessen unter Freunden? Naja, Kräftemessen unter kürzlich von den Toten auferweckten Teamkameraden klingt nicht so schön. Das geht mir auch so, Blade. Können wir bitte einfach kämpfen? Muss ich noch irgendetwas wissen, bevor wir anfangen? Ja, es ist alles erlaubt, aber fass die Sonnenbrille nicht an. Also willst du es sagen oder soll ich? Was denn sagen? Klingeling. Ja, also. Oh, wir haben Freundschaftslevel, was auch immer das heißt. Belohnung freigeschaltet, Helden-Kombo. Muss ich irgendwas machen? Freundschaftslevel. Hunter ist jetzt besser mit einem Helden befreundet. Ich glaube, die Szene kommt immer, wenn das Freundschaftslevel voll ist. Ich dachte, ich muss jetzt catchen. Höhere Freundschaftslevel schalten interessante Spielbelohnungen für den Helden frei. Außerdem gewähren sie neue kosmetische Belohnungen, die das Aussehen des Helden im Kampf verändern. Wir sind jetzt mit ihm Level 1, mit allen anderen noch 0. Wir waren mal mit ihr mal voll. Aber dafür muss man erstmal, ne? Nico steht hier immer noch. Danke, Nico, aber ich bin müde. Willst du nicht mal weggehen? Löschen? So, was haben wir noch auf dem Zettel? Helmmission abgeschlossen. Muss ich, warte mal. Umschalten? Das hier oder was? Ist das wo dieses Ding hier? Was man so macht hier oben? Ja. Okay. Dann gehe ich erstmal da hin. Was ist das? Alles nach Plan. Wir haben eine Belohnung gekriegt. Füge allen Gegnern in einer Linie zu und provozieren auf sie. Vergrößerte Breite. Mission erfolgreich. Achso, weil wir sie ja losgeschickt haben. Stimmt ja. Wir haben sie ja losgeschickt. Also nach der Ankunft am Treffpunkt führten Kampfgeräusche Captain Marvel auf ein nahes Hausdach, wo Ninjas Daredevil umzingelt hatten. Er war Captain Marvel dankbar für die Hilfe dabei, sie in Flucht zu schlagen, und beide verbrachten den Rest des Abends mit gemeinsamen Patrouillieren. Wir beobachten nun zwei bestätigte Schmuggelrouten und verfügen über einen örtlichen Partner, der Hydra aus seiner Nachbarschaft entfernen möchte. Das ist Photonschall Plus. Immer noch Tutorial. Also solange das da stehen bleibt, sind wir noch gar nicht richtig in the game. Hunter! Das bin ich. Also ich bin Hoppelhase, der Hunter. Ich hunte jetzt Füchse. Hunter hat jetzt die Chance, Komplimente zu erhalten, mit denen andere Helden gelobt werden können, wenn sie bestimmte Aktionen in der Abtei abgeschlossen haben. Forschungsprojekt abschließen, Heldenmission abschließen, Trainingslevel im Hof erreichen. Wenn du einen Helden Komplimente machst, verbessert sich seine Freundschaft zu Hunter. Wenn du aber in kurzen Abständen immer wieder denselben Helden Komplimente machst, nimmt der Ertrag aber ab. Also lass alle daran teilnehmen. So, jetzt können wir den nächsten hinschicken, ne? Können wir nicht. Ich bin hier, falls du mich brauchst.
Wo bist du denn? Wie, du bist hier? Plötzlich weg? Hä? Du standst doch gerade noch. Einmal, wo ist denn Marvel jetzt aber mal hin? Captain Marvel ist da. In der Schmiede plötzlich. Ja. Macht die denn auf einmal in der Schmiede? Oh, hier? Fliegt die da oben irgendwo rum? Ich speichere ja jetzt immer zwischen den Folgen immer ab. Also hier ist keine Marvel. Ich lasse niemanden gewinnen. Das warst allein du. Ich mache jetzt ein Kompliment. Ich kann mir das, was du im Weltraum gesehen hast, nicht einmal vorstellen. Falls du mich cool findest, danke denen, die mich trainiert haben. Ey, fände ich cool. Du geile Socke, du. Und jetzt noch zur Zuflucht einladen. Und zwar... Ist sie so der Vogeltyp? Oder mehr so die Pilzsammlerin? Wenn das vorbei ist, sollten wir Skifahren gehen. Nur wir beide? Oh, ich meinte das ganze Team. Das hatten wir aber schon, oder? Wie du willst. Warum Skifahren? Habe ich schon mal mit dir Vögel beobachtet? Beim ersten Mal, wo das abgestürzt war? Manchmal lasse ich es langsam angehen. Rutsche die Berge runter. Du nicht? Klingt nach Spaß, aber ich kann das nicht. Ich hatte nie die Chance dazu. Schon mein Leben lang renne ich zu Lilith oder vor ihr weg. Was langsam heißt, weiß ich gar nicht. Das war's. Sobald wir deine Mutter zurückgeschlagen haben, organisiere ich einen Skiurlaub. Wir fangen am Kinderhügel an. Dann wartet heiße Schokolade auf dich. Ich will dich nicht aufhalten. Ich finde, die Kurzhaar-Risur steht ihr einfach nicht. Wir machen es in deinem Tempo. Sieht aus wie das Schwein einfach. So, und jetzt gibt's noch einen Dolch. Aber sie ist nicht so der Dolch-Typ, ne? Der Dolch, den würde ich ja eher Leuten geben, die auch so Waffen benutzen, ne? Aber sie mit Fotos, Bilderrahmen. Das war super, Hunter. Ah ja, plus 10. Ich fühle mich Chewie jetzt viel näher. So, was haben wir noch? Jetzt haben wir nur noch die Tafel, Missionstafel. Aber wir haben auch noch hier. Ist jetzt hier eigentlich ein neues Geschenk? Bitte gleich. Hilf dem Helden. Soll die helfen? Waren nicht Geschenke hier abends? Nee, tagsüber? Oder waren die nur abends? Waren sie oder tagsüber? Du hast dich da draußen gut geschlagen, Junior. Und hinterlässt Eindruck bei deinen Teamkollegen. Achte darauf, auch ihre Mühen anzuerkennen. Sie alle werden ein warmes Wort von der Legende namens Hunter zu schätzen wissen. Warum quatscht mich damit? Ich stehe hier genau neben dir. Warum? So, warte mal. Wir müssen leider immer auf diese Lizenzsuche gehen, ne? Weil das ist ja for free. Ey, das ist neu. Notizen. Überall. Oder ich habe das einfach nur vergessen, vielleicht. War das nicht neu? So, was ist jetzt? Ist das jetzt neu? Nee. Immer abends, ne? Ja. Hi. So, ich kann dir jetzt eine neue Mission auswählen. Ne? Das sind jetzt... Also, das ist eine Handlungsmission. Das heißt, hier ist die Hauptquest. Aber hier können wir halt Belohnungen einsnacken. Das ist einfach, das ist schwer. Das ist normal. Würde ich einfach von einfach auf schwer erstmal gehen. Also erstmal die vier Missionen machen und dann...
Und dann erst Spider-Man! Aber zuerst müssen wir leider Dings in Half Magic. Ja. Hey, ich hätte da eine Bitte. Magic schaut nachdenklich, als du dich ihr näherst. Ich glaube nicht, dass ich mich anders gefühlt habe, bevor all diese neuen Leute aufgetaucht sind. Jetzt merke ich, wie manche mich ansehen, als ob ich unheimlich wäre oder seltsam. Magic, falls jemand was sagt, zeige ich demjenigen mal, was unheimlich wirklich bedeutet. Da kriegen wir 3 dunkle Ballons und 6 Punkte. Ich habe nichts dergleichen gehört. Vergiss es und komm mit mir trainieren. Gibt's nur 2 Punkte, aber 13 Angriff. Ja, wir nehmen das hier, ne? Danke, Hunter. Kein Ding. Ich habe etwas für dich. Oh. Nimm diese Zutaten. Welche Zutaten? Da, bitte. Gut. Ich weiß nicht, wohin damit. Aber das ist jetzt Nikos Problem. Minus 15 Skill, ein Reagenz und ein Dings. Also wir haben da was gegeben. Ich wusste gar nicht, das hatten wir. Eine Mission, wo wir... Das muss ja irgendwo gestanden haben vorher, ne? So, wir haben alles. Das heißt, wir haben alles erledigt. Wir könnten natürlich jetzt wieder... Vielleicht am Trainieren. Wir könnten jetzt natürlich hier wieder rumlaufen und einsnacken. Ich denke mal, das werden wir erst machen, wenn wir Dingsen haben. Was ich aber noch eben gucken werde. No. Bibliotheko. Ob da am Blumending ein Blümchending ist. Nee. Kann man aber auch sonst wann kommen, ne? Ja, dann fangen wir mit so einer schwachen Mission an, wa? Hey. Da kriegen wir... Also wir kriegen für alles immer Gamma und Info. Gamma, Info. Gamma und Geld. Gamma und Artefakt. Okay, wir fangen mit Nico natürlich an. Tutorial. Für diese Mission steht Heldenherausforderung zur Verfügung. Beim Kauf mit Informationen wird die für im... was? Bei Kauf... Mit Information wird für die Kampfmission ein optionales Ziel mit Bonusbelohnung aktiviert. Spiele 4 Fähigkeiten mit Roulette oder zufälligen Zielen aus. Dann kriegen wir einen Arkanschlüssel. Ah, das kostet aber 3 Dinger. Für einen Schlüssel kostet das 3 Informationen. Ja, wir probieren das einfach. Wir müssen also 4-mal Roulette spielen. Richtig? Forschung an. Achso. Da möchte ich aber erst. Ja. Dann machen wir das. Doppum. Und dann nehmen wir mit. Tschalalalala. So, ihn müssen wir gar nicht mitnehmen, ne? Ja, den nehmen wir trotzdem mit, aber wir nehmen ihn. Erhalte zu Beginn ein Dingsen. Die Größe der Hand. Ach komm, dann nehmen wir doch dann was mit. Kampfgegenstände. Wähle einen Helden. Lege seine nächste gespielte nicht ab, sondern stattdessen deine ganze Hand. Ich muss sie ja nicht spielen, oder? Was ist das? Ich weiß nicht. Wähle einen Helden aus. Also wir nehmen einen Helden. Und die nächste Heldenkarte, die wir benutzen, geht nicht weg, sondern dafür alle anderen. Und dann können wir die quasi nochmal benutzen. Eigentlich irgendwie doof. Dann nehmen wir lieber... Was heißt Heilung? Entfernt alle negativen Dinger. Aha! Heilt nicht mal. Die halt nicht mal, die macht. Ja, dann nehmen wir vorsichtshalber das mal mit, ne? Was ist jetzt hier mit? Leerer Platz, so.
Heilsalbe ist, glaube ich, immer gut, ne? Wenn wir das einfach dabei haben. So. Let's go. Hoppelmann ist unterwegs. Mach mal voll da. So, neue Folge. Neue Gummibärchen. Wird jetzt zum Insider werden. Guck mal, hier sind zwei Gummibärchen in ein Gummibär. Guck mal. Vorräte bergen. Kein Problem. Keine Gnade. Ziel bestätigt. Korion. Für die Mission wurde eine Heldenherausforderung aktiviert. Schließe die aktive Herausforderung ab, um dir am Ende der Mission die Belohnung abzuholen. Was passiert da? Erleuchtet, Verstärkung. Hol die Artefakte, bevor sie abfahren. Dürfte nicht lange dauern. Okay. Wollen wir mal einen Überblick haben. Wann fährt der los? Gar nicht, ne? Was ist das? Setze den aktiven Lastwagen dauerhaft außer Gefecht. So kann er nicht mehr wegfahren. Also der fährt wirklich weg. Wo steht denn, wann er wegfahren kann? Füge einen Gegner. Schaden zu. Schnell. Was hat er? 6 Dinger. Okay, für schnell würde ich sagen, machen wir erstmal. Warte mal. Was haben wir denn hier? Provozieren. Stellt Blocken in Höhe des verursachten Schadens wieder. Ja. Das reicht einfach nicht aus, ne? So, dann. Machen wir doch die heilige Flamme, dann ist er schon mal direkt tot. Damit würde ich jetzt erstmal anfangen. Macht 35 Schaden nämlich. Pam. Heil dem hier. So. Er kostet eine Aktion aber. Na gut. Machen wir das. Das dürfte sie bremsen, aber es wird sie nicht stoppen. Schnell zum Artefakt, bevor sie kapieren, was passiert ist. Das scheint ja dauerhaft. Das heißt, er dürfte ja eigentlich nicht wiederkommen. Dann machen wir einmal schnell. Machen den hier weg. Dann kriegen wir die Aktion ja wieder. Schwach. Sogar für Hydra. So, und jetzt hätten wir provozieren. Und zwar ihn auf ihn. Bam! Klatsch! Wumms! Keine Aktion mehr. Das ist ja gar nicht so gut, weil dann verschwendet der ja jetzt, ne? Aber das war ein bisschen. Das war ein bisschen doof, ne? Nicht wohl überlegt. Und sie hat noch gar nichts gemacht. Es ist ja auch noch benommen. Immer mehr von ihnen schließen sich dem Kampf an. Einer. Wir sind unerschütterlich.
Ich hoffe, du bist bereit. Ja, wie kriegt man... Man braucht doch keinen von denen, um... mal an die Dings ranzukommen, oder? Verbleibende Vorräte 2. Dafür braucht man doch... Ah, die bleibt. Ich dachte, wir verlieren immer unsere Hand. So. Ah, hier. Ziel ist beschützt. Ja, dann müssen wir ihn irgendwie mal erstmal irgendwie wegmachen, wa? Dann würde ich sagen, nehmen wir hier so ein kraftvolles Ding und dann kraftvollen wir ihn doch einfach mal dagegen. Oder auch nicht, weil zu weit weg. Aber so geht. War ja irgendwie so eine Verschwendung, ne? Aber egal. Du hast Glück, dass du noch atmest. Ein Schritt voraus. Hier bist du 3 Karten. Ein Schritt vor. Ich würde da eine nachziehen. Zähle Karten, bis du 3 auf der Hand hast. In der Hoffnung, dass wir da Roulette kriegen. Ich muss 4-mal Roulette machen. Sie kriegt einfach kein Roulette. Was ist denn das? Ah, der ist immun gegen Zurückwerfen. Zweimal heilen werden wir eh nicht brauchen, ne? Au. Aber das ist Hexenfeuer, das ist nicht Roulette. So, füge einen zufälligen Gegner Schaden zu bei K.O. Zufällig. Das heißt, es muss nicht er sein. Wir haben also eine 66%ige Chance, dass jetzt einer von denen stirbt, wo sie dann nochmal angreifen. Ja. Ja. Wir hatten sogar nur eine 33%ige Chance. Ja, guck mal, das zählt jetzt. 1 von 4. Oder zufälligen Zielen. Ja, Roulette, zufällige Ziele. Das war ja ein zufälliges Ziel. Wir hatten sogar nur 33%ige Chance, weil ich dachte, das wäre ein Dingsen gewesen. Ja, da haben wir ein bisschen verschissen gehabt, ne? Ich könnte mich ja schon mal irgendwie hier so hinstellen, damit wir ihn irgendwie dagegen batschen oder so, ne? Muss man sagen, wir stellen uns schon mal hier so hin. Egal, wir lassen einfach. Was ist hier los? Die wollen es wohl noch mal versuchen. Naja. Ich bin ein Bollwerk. Ich bin auch ein Bollwerk mit meiner Wampe, ey. So, Roulette. Und Blutmagie. Wende 2-mal schnell auf. Oder Dingsen an. Plus Roulette. Ja, dann machen wir erstmal Roulette, ne? Was genau heißt Roulette? Ich muss nochmal gucken. Erhält einen zufälligen Effekt, der beim Ziehen der Karte festgelegt wurde. Ja, dann setze ich den nochmal da ein. Was ist mit dem hier? Na! Ah! Level. Fühlt sich noch jemand irgendwie komisch? Schutz verloren.
Und jetzt können wir noch Blutmagie machen. Auf sie. Du brauchst das mehr als ich. Jedes bisschen hilft. Einmal muss ich jetzt noch. Aber wir haben jetzt schnell. Das heißt, wenn ich ja jetzt... Die hat jetzt schnell, ne? Der Einsatz von Heldenkarten kostet zwei Züge lang nur ein. Ach so. Ich dachte, schnell ist doch... War nicht schnell, dass wenn wir jemanden hauen? Okay, weißt du was? Ich mach das mit dem Strahl und schieß hier einmal quer durch. Das heißt, ich stelle mich jetzt hier hin. Oder dahin von mir aus. Und sie hat ja sowieso jetzt einen dickeren Strahl, ne? Der da hinten stirbt nicht einmal. Ah! So, dann würde ich sagen, mache ich den nochmal eben weg. Okay, da haben wir sie. Ich war der Meinung, oder bin ich doof? Verlieren wir nicht unsere Hand? Okay, da soll ich rauscutten. Hier drei Dinger. Hier können wir sogar in einer Linie wieder schießen. Ich denke, wir haben die Oberhand. Oh, der will explodieren. Oh. Ah, wir kriegen... Ach so, wir haben jetzt schnell gehabt. So, in der ist jetzt Blutmagie drauf. Angriffskarten verfügen über Lebensraub. Da hätte jetzt genauso gut aber auch Konter drauf sein können oder Stärkung. Ah. Wie sind unsere Siegbedingungen? Steht das hier eigentlich? Also ich muss hier... Okay, warte mal. Mit ihnen kann ich ja weg, indem wir uns hier hinstellen. Oder... Nee, nee. Ja, wir müssen uns eigentlich hier hinstellen. Ja, ist auch irgendwie alles nicht so optimal, ne? Oder Vorräte holen. Dann ist sie schon mal aus der Gefahrenzone raus. Das würde gehen. So, den Infospeicher haben wir schon mal. Was ist mit der Kiste? Muss man da irgendwie drauf hoffen, dass man... Der hat ja nur 10. Ich mach mal das. Das war sehenswert. So, wir haben die Dinger gemacht. Und jetzt können wir uns ja eigentlich auch mit ihr, wegen dem Photonstrahl, uns einfach hier so hinstellen. Theoretisch. Und die drei wegnibbeln.
Mit dem Photonenstrahl. Ja, komm schon, das ist auch. Ja, dann nehme ich halt die beiden. Dass der nicht getroffen wird. Das verstehe ich nicht. Erhalte Blocken. Hätte man das auch aufsparen können? Dass man das im nächsten Kampf zum Beispiel macht? Achso, mit Marvel. Weil mit Marvel kann man das jetzt machen, weil verringert die Offensive um 100, wird entfernt, wenn sie keinen Block mehr hat. Nee. Warum können wir jetzt zum Beispiel Captain Marvel weg? Man muss das mit Captain Marvel machen. Okay. Das verstehe ich nicht. Aktion kann nicht ausgeführt werden. Ja, dann halt mit Captain Marvel, okay. Kein Problem. Kein Problem. Sie sagt kein Problem. Auwacke. So, was ist jetzt mit dem Ding? Das hätte ich auch irgendwie gerne, ne? Können wir jetzt noch irgendwas machen? Kann nicht ausgeführt werden, weil keiner in der Nähe ist, ne? Ja gut, dann beenden wir. Muss nicht einer von denen jetzt mal langsam so eine Karte dabei haben? Das reicht immer noch nicht. Ah, die kriegen wir automatisch. Ja, dann nehmen wir das natürlich, ne? 24 Quid. Es wurde eine Vorratskiste geborgen. Besiege den verbleibenden Gegner, um die Mission abzuschließen. Die Artefakte sind in Sicherheit. Aber warum hast du Hydra nicht auch gleich noch eine Lektion erteilt? So, jetzt brauchen wir ja nur noch sowas wie zurückwerfen. Habe ich noch was anderes? Ja, hier. Okay, ich muss mich mit Hunter bewegen. Und zwar hierhin. Damit ich den gegen ihn werfen kann. Gut, gut. Bam! Batsch! Klatsch! Nico, vor deinen Füßen! Tret er auf ihn rauf. Kniestoß! Ach, da ist auch noch einer. Ja, dann butsche ich den doch, oder? Ich meine, mit ihr kann ich doch rumlaufen, wo ich hin will, ne? Nee, kann ich nicht. Ich hab gedacht. Ja, dann nützt das ja nichts. Dann nehm ich das und knall die dagegen. Oder dagegen. Ist ja egal, wogegen. Bam! Bam! Lass ein paar für uns übrig. Keine Zeit, keine Zeit. So, was machen wir jetzt mit dem? Nix, wa? Ja, dann heile ich gleich. Ich glaube... Jetzt ist sie verletzt. Das heißt, sie kann nicht mehr in Mission mitmachen. Kommt mir fast so leicht vor. Verletzt. Was heißt nochmal verletzt? Kann man hier nochmal nachgucken? Toriols ansehen?
Verletzungen. Helden können im Kampf verletzt werden, wenn sie bei niedriger Gesundheit Schaden erleiden. Heile deine Helden regelmäßig und schütze sie, um Verletzungen zu minimieren. Verletzungen haben keine sofortigen Auswirkungen. Aber schickst du nicht alle ausgeheilte Helden wieder in den Kampf, kann das schlimme Folgen haben. Dann heile ich sie einfach, wa? Das Licht ist auf unserer Seite. Das macht uns zwar wieder ein Minus, was Dunkelheit angeht. Mal kurz mal sehen. So, der mal jetzt mit Knie denken. Schön in die Eier. Dankeschön. Voll in die Eier. Hoppelman hat gesiegt. Wir haben zwei arkane Schüsse sogar gekriegt. Ach ja, ich bin ja immer noch auf Heldental 1, ne? Wo wir 50% dann mehr kriegen. Hier, ne? Gegner haben ja 25% mehr Leben. Gegner sind auch 12% stärker. Und wir dürfen uns nur ein einziges Mal wiederbeleben. Aber kriegen halt 10% mehr Erfahrung. Also ich würde darauf sogar einfach bleiben. In der Hoffnung, dass wir das nicht verkacken. Auch wenn die Bewertungen dadurch natürlich völlig für den Arsch aussehen, ne? No. Aber die Ladebildschirme, die dauern immer ewig, ne? Ich bin da. 2 Punkte und 2 Punkte. Und wir haben jetzt 2 von 3 Helden abgeschlossen. Und es ist jetzt Nacht. Und wir haben hier wieder irgendwas. Deck bearbeiten. Den Fortunstrahl Plus. Ja. Das ist nicht der normale Photonstrahl, das ist der Photonstrahl Plus. Warum ist er da nicht drin? Der ist doch breiter, oder nicht? Ja. Damit hätten wir gesiegt! Mann! Keine Gange. So, jetzt haben wir es wieder Nacht. Das heißt, hier ist wieder viel los jetzt. Eine Mission ist immer ein Tag, wa? Aber wir können jetzt wieder epische Kisten öffnen. Die gucken Film. Western-Film. Lucky Luke. Also reden wir hier gerade Goiner. Nachts kann man auch nicht ruminteragieren. Und nachts, glaube ich, findet man auch keine Essenzen, ne? Doch. Okay, wir müssen nachts hier einmal. Hier, einfach mitten auf den Tisch. Weißt du was? Die Kristallkugel. Also man muss ja auch hier wirklich alles abchecken. So, dann nehmen wir den hier, wa? Ja, gib mir, was haben wir? Baby Blau, dies, das, kunstvoller Kronleuchter. Ein paar Sachen haben wir gekriegt. So, was los? Hä, hier oben wieder was Neues. Der als Schutton bekannte Urgott ist eine bösartige Entität, die unsagbares Unheil und Verderben herausbeschwören kann. Eine dunkle Kraft, die darauf wartet, sich zu offenbaren und unaussprechliches Grauen zu verbreiten. Ohne Gaia, die momentan im Inneren der Erde ruht, während unsere Welt und die umliegenden Planeten bereits vor einer Ewigkeit verzehrt wurden. Sind hier jedes Mal neu, oder habe ich das schon wieder vergessen? Hier ist ja auch schon wieder neu. Wenig überraschend galt Black Shuck, wie die meisten Hunde übernatürlichen Ursprungs, als guter Jäger, der aus weitesten Entfernungen den geringsten Hauch
von mystischer Energie aufspüren konnte. Das machte natürlich fast unmöglich, ihn durch Magie einzufangen, aber es führte zu einer interessanten Frage. Wenn ein mystischer Hund unter Kontrolle gebracht und gezähmt werden konnte, würde ihn das nicht zu einem feinsinnigen Jäger verschiedener Arkana machen, durch das er seine Besitzer direkt zu ihm führen könnte? Also wir haben jetzt hier doch mehrere Sachen immer, um arkanes Wissen quasi zu sammeln, wa? Also sie tut hier Sachen machen. Okay. Nicht überall, nicht immer, aber man muss hier checken. Guck mal, hier oben auch. Memorandum. Von Furi. Tja, habe ich keine Lust zu lesen, tut mir leid. Man muss ja auch nicht jeden Mist mal lesen, ne? So, dann gucken wir nochmal eben in der Schmiede. In Essenzen. Essenzum Enzo. Guck mal hier. Und da. So. Und das war's, wa? Mehr konnte man abends nicht machen, oder? Was hier? Das ist so ein Punkt von weiter weg die ganze Zeit. Okay. Wir haben hier ein ziemliches Problem. Was ist das? Ich melde mich bald, Hunter. Was machst du, Faustus? Was machst du? Erzähl, was machst du? Ja, das war's, wa? Okay. Ich glaube, okay, war ein anstrengender Tag. Das war so ein anstrengender Tag. So normale Kisten mache ich nicht auf, ne? Aber da kann man ja auch coole Sachen kriegen dann, ne? Gehe ich mal von aus. Ich habe die Hoffnung, irgendwie noch was zu finden, aber ich glaube da nicht so dran. Ja, meine Damen und Herren. Das war The Midnight Suns für heute Abend. Und für heute allgemein. Wir setzen uns jetzt hier hin. Ja, ich gehe doch schlafen. So, wo ist mein Bett? Ich gehe schlafen. Gute Nacht. Das muss ich natürlich ihm gucken. Am Kronleuchter jetzt. Eigentlich, also das will ich eigentlich alles holen, ne? Das sind zwar die ganzen Punkte, die flöten gehen für Aussehen, aber unser Zimmer. Also ich hole jetzt so einen Nachttischrahmen. Oh yeah. Nachttisch brauchen wir auch. Ja, yeah. Oh yeah. Ein hübscher Nachttisch. Brot! Brot! Ein bisschen auch egal. Auch mal. Bin über mein Dingsen gerollt. Ein Bücherregalrahmen. Bin über mein Kabel gerollt. Muss ich gleich machen. So, den Kronleuchter natürlich auch. Geht da rein noch. Einen gemütlichen Sessel. Vielleicht kann man auch mit manchen Sachen interagieren. Guck mal, es ist jetzt auch neu. So ein Bällchen-Tisch und ein Serviertischrahmen. Da kann man wahrscheinlich auch Bilder reinpacken, wa? Das weiß ich halt nicht. Wo sich hier was tut. Da. Da ist was Blaues beim Vorbeizwenden. Beim Vorbeizwenden. Also ein bequemes Hundebett, das ist ja wohl auch Pflicht, oder? Für Charlie. Ein schönes Bettchen. So, ja, lass mal kicken, was haben wir hier. Inspizieren? Ja, da können Bilder rein. Hier auch. Ich brauche ein Schweinebild oder so.
da rein kann. Oder ein Asen. Irgendwas Schönes. Ja, meine Damen und Herren. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da. Ich werde mich freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haust rein. Bis dann. Und tschüss. Und wer bin ich? Genau, ich bin der Hoppelman. Hoppelman.